Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind im schönen Kalletal bei Maira. Erstmal hallo Rolf. Hallo Olli. Rolf, wir waren auf der Messe, haben uns gesehen und zwar RehaCare 2018 ist vorbei. Ihr habt so viele Neuigkeiten hier auf dem Markt präsentiert und heute werden wir anfangen, iChair Mittelantrieb vorstellen, den Orbit mit richtig geilen Features und zwar elektrische Einstellmöglichkeiten, wie die Welt so noch nie gesehen hat aus dem Hause Maira. Ja, das ist richtig. Olli, wir haben einen neuen Mitwheeler vorgestellt auf der Messe. Der hat hier in 6 und 10 Kilometer gibt es den. Und wir haben einige sehr interessante elektrische Verstellungen auch hier, die wir hier sehen können. Und die können wir euch mal jetzt hier vorführen, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall der Hammer. Das ist der erste Rollstuhl elektrisch betrieben in der Form, wo ich gesehen habe, Avili mit einer Aufstehhilfe und jetzt der Oberhammer, für mich faszinierend, die Fußstütze. Die Fußstütze elektrisch verstellbar, so einfach gut verstellbar, wie man es haben muss im Elektrobereich. Weil immer diese Rumfummelei und Einstellerei, wie oft ändere ich meine Sitzposition, möchte ich den Fuß ein bisschen hoch und runter und bin da eigentlich immer gebunden an die dieses mechanische Verstellen und das ist hier nehme und das muss uns hier demonstrieren, was der hier leistet. Ja, wir haben hier eine elektrische zentrale Fußstütze und wie du schon sagst, ist die natürlich auch sehr komfortreich für den Benutzer und ich probiere es gerade mal, die ja, auszustehen, zurück, ein bisschen zurück. Genau. Und man sieht hier schön einen Längenausgleich, es hebt also an die Fußstütze und die Länge wird auch ausgeglichen. Und der Hammer zeigt uns einmal, es geht nicht nur nach oben, sondern man kann die auch in der Höhe verstellen, so muss ich sagen. Also nicht nur nach vorne, sondern man kann auch die parallel von unten nach oben fahren lassen. Ja, das geht auch. Ne? Man kann die auch noch in der Höhe verstellen. Das ist auch, möglich und das können wir auch noch mal zeigen. Oder wir machen es am besten so, wir zeigen das gleich mit der Aufstehfunktion. Da wird nämlich alles zusammen gemacht. Ja, genau, also das muss ich uns zeigen, Rolf. Da haben wir wirklich eine Aufstehhilfe hier in der iChair-Familie, wo ich noch nie gesehen habe. Das muss ich uns hier mal demonstrieren, weil das ist wirklich richtig praktisch für Leute wie ich vor allem von der Zielgruppe her MS haben oder Schlaganfall, wo wirklich vielleicht noch 1-2 Meter laufen können und wirklich die Schwierigkeiten haben wie ich auch. Ich muss mich hier rausquälen aus dem Rollstuhl, wenn ich das nicht habe. Das muss ich uns zeigen. Die meisten kennen ja solche Aufstehhilfen aus dem Sesselbereich, wo dann im Prinzip halt der Rücken auch nach vorne kommt. Hier ist es so, dass der Rücken immer schön gerade bleibt und die Beinstütze dann bis zum Boden fertig. Und der Rücken bleibt immer gerade, sodass du im Prinzip halt dann auch vernünftig aussteigen kannst. Ja. So, jetzt kannst du dich aus dem Rollstuhl ebenerdig nach vorne bewegen. Ja. Und auch wieder zurück. Sensation, wirklich habe ich in der Form wirklich noch nie gesehen. Ist ganz neu, gell, bei euch? Ja, das ist ganz neu. Das Ganze ist auch individuell, wird das programmiert. Das heißt, die Abmessungen der Beinstütze und wie hoch jetzt in Nähe nach Sitzhöhe wird das auf den Benutzer individuell angepasst. Was mir auch ganz gut gefällt, die Steuerung bei euch im Hause ist wirklich so aufgebaut, ist leicht verständlich. Ja? Also man braucht hier nicht irgendwelche Vorkenntnisse oder Einweisungen. Das Ding ist wirklich logisch aufgebaut. Das ist alles selbsterklärend. Wir haben Bilder auf dem Display, auf dem Farbdisplay, wo ich genau sehen kann, was genau für eine Funktion ich ansteuern muss. Dann großes Thema Mittelantrieb. iChair hier jetzt, der Orbit hat ja einen Mittelradantrieb. Gehen wir nochmal ein. Also ich weiß ja die Vorteile. Es ist klar, ich sitze auf der Achse, habe da natürlich eine super Traktion und bin natürlich wendig wie mit sonst fast keinem Rollstuhl. Ja, das ist richtig. Wir haben auch alle drei Antriebseinheiten bei Maira in der iChair-Familie. Der Mitwheeler ist natürlich ein sehr wendiger Stuhl, besonders für Innenräume gedacht. Das heißt, eine direkte Fahrweise, die Körperachse und die Drehpunkt des Fahrwerks sind natürlich auf einer Linie, sodass ich im Prinzip um meinen eigenen Körper wie auf einem Bürostuhl drehen kann. Das ist natürlich sehr, sehr gut für einen jemanden, der im Innenraum sich bewegt. Geschwindigkeit, wie schnell fährt er? Wir haben hier 6 und 10 Kilometer. Wir könnten auch 13, wenn wir wollten, in Sonderanfertigung. Und wir haben hier 350 Watt Motoren im Dauerbetrieb. Das ist sehr gut. Das ist was Tolles. Das ist super. Zuladung? Zuladung haben wir hier 160 Kilo. Also Willi, wieder was für dich, ganz wichtig, ich suche immer was für den Willi, ja. Da brauchen wir was. 160 Kilo ist natürlich Arbeit. Sitzbreite spielt auch immer eine große Rolle? Sitzbreite haben wir von reale Sitzbreiten, weil wir können den Sitz ja individuell anpassen, nicht nur über die Armlehne, von 38 bis 53 in der Standardversion. Okay. Hilfsmittelnummer ist schon da?
Hilfs wird beantragt derzeit, von daher müssen wir noch ein bisschen warten. Kommt. Für die normale als auch für die Liftfunktion. Okay. Also Leute, hier aus dem Hause Mayra, ein Mittelantrieb, iChair-Familie, unbedingt anschauen, testen, probieren. Hier im Kalletal sowieso immer möglich, seid ihr super aufgehoben. Nächste Messe ist auch bald, nämlich die Rehab 2019. Ich denke, da habt ihr einen dabei, oder? Da haben wir ihn auch dabei, da zeigen wir es natürlich auch nochmal. Aber ist natürlich, jeder ist herzlich eingeladen hier nach Mayra. Wenn er etwas ausprobieren möchte, dann kann er das hier bei uns machen. Oder natürlich jeder gute Sanitätsfachhandel draußen hat ihn, kann ihn euch vorführen. Also braucht nicht nur zum Mayra kommen oder sonst irgendwie oder auf die Messe warten. Leute, geht zu eurem Sanitätsfachhändler, da haben wir auch schon Filme gemacht. Gute Sanitätsfachhändler, der besorgt euch denn. Testet ihn. Das ist wirklich ein Rollstuhl, ein Elektrorollstuhl, den müsst ihr mal unbedingt probieren, fahren. Absolut super. Bis bald. Euer Olli und Willi und Rolf. Ciao. Ciao. Tschüss.